besten Helfer für den Alltag. Sie haben es gemerkt, ja. Es ist heiß und es wird ein heißer Sommer. Egal wo Sie sind, Sie können mit unserem nützlichen Helfer des Alltags sich da Abhilfe schaffen und kühl durch diese heiße Jahreszeit gleiten. Ja, genau so ist es mit unseren kleinen handlichen Mini-Ventilatoren sozusagen. Wir haben in dieser Sendung zwei verschiedene Modelle für Sie. Modell Nummer 1 ist dieses kleine handliche Teil, lässt sich auf 2 Stufen super einstellen, macht ganz schön Wind, der kleine Kerl, und ist natürlich unglaublich handlich. Sie haben im oberen Teil eben die Ventilatoreinheit, ich schalte mal eben ein, und im unteren Teil ganz komfortabel eben auch diesen Griff. Und wenn Sie ihn auch ganz einfach mal hinstellen möchten, dann müssen Sie den nicht auf dem Fuß balancieren. Dann können Sie quasi das Gelenk ganz einfach abknicken und den Ventilator ganz einfach auf den Tisch so vor sich hinstellen. Aber ich denke da jetzt mal an Situationen, wo man vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei irgendwo in der Bahn sitzt oder vielleicht mal im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder noch schlimmer nachmittags nach Hause, ja. Wenn die Bahnen oder die Busse dann voll sind und es wird da mal so richtig stickig und heiß da drin. Ja. Nicht überall oder immer funktioniert die Klimaanlagen so zuverlässig, wie man es eigentlich erwarten sollte. Da ist man natürlich froh, wenn man so eine kleine Abkühlung ganz einfach mal eben zur Hand hat. Und häufig reicht ja schon ganz einfach mal eine ordentliche kühle Brise. Sonst wedelst du mit der Zeitschrift oder mit der Zeitung oder mit was anderem. Da das häufig ja nur auch mittlerweile nicht mehr so verbreitet ist, bist du froh, wenn du mal so einen kleinen Ventilator zur Hand hast. Der ist entsprechend akkubetrieben, hat lange, lange Laufzeit. Das heißt, hier kannst du also locker mal circa 3 Stunden oder was auf den Akku bauen. Kannst den aber auch per USB-Dauerbetrieb einstellen, wenn du den mal neben dich auf den Schreibtisch stellst oder auf den Tisch. Ja, also das ist wirklich mal ein richtig nützlicher Helfer. Und der wiegt fast gar nichts. Der wiegt weniger als eine Tafel Schokolade hier. Ja, ich habe den vorhin in der Hand gehabt, der wiegt wirklich nichts. Den kann man mal einfach in die Tasche stecken oder in die Handtasche und dann hat man eben diese kühle Brise, die einem so fehlt, wenn es so heiß und stickig ist. Also in den Nacken rein, oh schön. Also man hat ja manchmal das Gefühl, man kann mit dem Messer die Luft durchschneiden. Wahnsinn, in dieser Hitze. Ja, ja. Und wenn dann noch Gerüche um einen rum sind, in so einem öffentlichen Verkehrsmittel oder so, dann ist es natürlich noch besonders schlimm. Hiermit kann man sich da Abhilfe schaffen oder auf dem Sportplatz, weißt du? Wenn du so ein hitziges Spiel siehst, meinst du? Wenn du so ein hitziges Spiel, so nächstes Jahr Köln gegen Werder, ne? Oha, oha, ich muss gleich einen bestellen davon. So, wir haben natürlich auch noch Modell Nummer 2 für Sie, liebe Zuschauer. Und Modell Nummer 2 hat noch eine ganz besondere Funktion mit eingebaut. Hier ist nämlich noch ein Wassertank mit drin. Ein kleiner, aber feiner Wassertank. Und der sorgt natürlich dafür, dass, wenn es mal richtig heiß wird, noch mal so neben der kühlen Brise auch noch mal eine Erfrischung, noch mal eine Abkühlung mit dazukommt. Ganz einfach oben das Wasser einfüllen, das ist auch alles dicht. Das heißt, man kann also auch nichts versauen, wenn man sowas in der Handtasche hat. Und dann stellt man diesen Ventilator ganz einfach auf 2 verschiedene Stufen ein, auf klein oder groß. Und hat natürlich hier auch mal eben so eine richtig schöne kühle Brise. Und das Ganze dann auch noch mit ein wenig Wassernebel, der ja jetzt hier durch die Ventilatorluft, durch den Ventilator im Allgemeinen noch so ein bisschen vernebelt wird. Das ist super angenehm. Dieser Sprühnebel, ja, also bei Konzerten haben wir es letztes Jahr gesehen. Da hatten die auch so eine Sprühnebelwand zum Durchgehen, weil es natürlich unglaublich heiß war. Ist großartig. Das ist so eine Erleichterung, wenn es eben so heiß ist. Ja. Und das ist jetzt mal ein echter Knaller hier für unter 15 Euro. Das ist ja ein kompletter Sprühvernebler-Ventilator, ne? Mhm, genau, nur eben in klein. Und ich finde das auch praktisch. Diana hat es uns gerade mal gezeigt, dass man eben auch den Griff ganz einfach nach oben klappen kann. Dann kannst du natürlich auch den jetzt hier, die 2 Füße sind vorne dran, ganz einfach mal neben dich auf den Tisch stellen. Und auch da ganz einfach mal zwischendurch eine kühle Abkühlung genießen. Und der ist auch mit Akku? Und der ist auch mit Akku. Der hält natürlich auch ungefähr 3 Stunden. Lässt sich aber auch ganz einfach mit dem mitgelieferten Kabel auch per USB Dauerstrom betreiben. Mhm. Vielleicht nutzen Sie eine Powerbank. Vielleicht packen Sie den ganz einfach an den Rechner, an einen freien USB-Steckplatz oder sowas alles. Aber der Akku reicht normalerweise auch. Ja, also 3 Stunden sind schon recht zuverlässig. Ist an sich so für einen mobilen Einsatz gedacht. Aber sowas kann man natürlich auch mal für zu Hause mal zweckentfremden. Ne? Ja, weil die so mobil sind, können Sie den überall hin mitnehmen. Absolut dichter Wassertank dabei. NX79 50569 für unser Modell mit Wassertank, für ohne Wassertank sage ich Ihnen noch die Bestellnummer, das ist die NX9245 und die 569. Damit kommen Sie sicher und kühl durch den Sommer und das ist das, was wir alle wollen, was wir Ihnen wünschen. Deswegen haben wir diese Kategorie nützliche Helfer für den Alltag und das ist etwas, was Sie unbedingt brauchen. Also ran ans Telefon und viel Spaß damit.